In der Baureihe 5035 sind 208 aus der Baureihe 50 umgebaute Güterzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn der DDR versammelt. Grund für den zwischen 1958 und 1962 erfolgten Umbau war mangelhafter Kesselstahl, mit dem die DRG die Maschinen in den 30er Jahren hatte bauen lassen. Diese Reko-Lokomotiven erhielten die Betriebsnummern von 503501 bis 503708. Das hier vorgestellte Roko-Modell mit der Betriebsnummer 503665 hat sein Vorbild in einer dieser Maschinen. Das Modell besticht durch seine außerordentlich gelungene Detaillierung des Kessels, die filigrane Steuerung sowie die Räder mit ihren niedrigen Spurgrenzen und den zierlichen Speichen. Die vielen freistehenden Leitungen, die filigranen Stellstangen, die durch freistehende Leitungen mit dem Kessel verbundenen Aggregate und die durchbrochenen Handräder bieten optischen Hochgenuss. Dass die beim Vorbild so wichtige Schieberstange beweglich ausgeführt ist, bereitet zusätzlich Freude. Vorn glänzt eine komplett zugerüstete Pufferbohle. Weniger zufrieden macht der Anblick der Zylindernachbildung auf der rechten Seite. Das Teil sitzt nicht waagrecht, sondern leicht schräg. Mit dem Tender verbunden ist die Lok durch eine gekröpfte Deichsel, eine Kardanwelle verbindet den Antrieb im Tender mit dem Fahrwerk der Lok. Das trägt zwar nichts zur Zugkraft bei, verhindert aber zuverlässig deren Verzögerungsruck beim Anfahren. Modellbahner verlangen einen engen Lok-Tender-Abstand. Damit kann das Modell aufwarten, Klappen am Tender verringern optisch den aus praktischen Gründen notwendigen Abstand. Sie sind nicht beweglich und sie verhindern den Blick auf die durchaus ansehnlich gestaltete Kesselrückwand. Das Tender-Design fällt gegenüber der Lok stark ab. Die Kohle ist unvollständig detailliert. Sie sieht aus, als liege die oberste Schicht auf einer glatten Unterlage. Das Fahrwerk glänzt plastikhaft. Zwar sind die Achsen seitlich verschiebbar gelagert, doch die Drehgestelle liegen starr im Rahmen. Diese Konstruktion und die Fahrwerkskonstruktion der Lok mit ihren nur mäßig verschiebbaren Achsen bilden die Ursache für die eingeschränkte Einsatztauglichkeit der Maschine. Die Bedienungsanleitung schreibt R2 des Roko-Gleissystems als kleinsten, bedingt befahrbaren Radius vor. Damit verbietet sich das Spielen auf Bögen mit geringerem Radius. Unser Kreis aus Märklin, K-Gleis R2, meisterte die Lok ohne Probleme. Mit dem Fahren in Minimalgeschwindigkeit tut sich die Lok schwer. Sie kommt trotz des vorgeschriebenen Ölens der Kuppelstange nur stotternd vorwärts und rollt auf unserer Drehscheibe erst ab Fahrstufe 3 gleichmäßig. Die Achsen der Lok sind starr im Rahmen gelagert, dennoch eiern diverse Räder. Deren ungleichmäßiger Lauf brachte die Lok bei Rückwärtsfahrt ins Taumeln. Die Lichtfarbe ist angenehm, doch leuchten die Lampen noch nicht bei geringer Geschwindigkeit. Die Traktionseigenschaften dieser 50er sind trotz der Ausstattung mit 4 Haftreifen für einen Großdampfer mehr als mäßig. Der Tender bringt zwar auch nur ca. 190 Gramm auf die Waage, beginnt beim Anfahren aber schon bei 68 Gramm im Gewichtebecher zu schleudern, bei 79 Gramm war bereits Schluss. Die Lok ist eine Vertreterin der Epoche 4, die begann 1968 und endete 1990.